Peng. Servus und Hallo. Ich kann das nicht so gut wie Checoble. Ihr seid auch nicht auf dem falschen Kanal, ihr seid schon in Donnes Spielecke. Aber es geht heute um unseren guten Checoble, der seine eigene gemoddete Lok mit Güteranhängern bekommen hat, wo man richtig neidisch werden kann drauf. Nein, Spaß beiseite. Ich gönne es Checoble, er hat es verdient. Und ich freue mich, dass er das gekriegt hat. So, jetzt lasst uns mal die Loks angucken. Es gibt da so ganz verschiedene, viele. So, jetzt muss ich nur mal den richtigen Terminal finden. So, guck mal, da habe ich es schon, Checoble. Es sind 12 Variationen. Ja. Wir können ja jede einmal rausholen. So, das sind 12. Kaufen wir mal und lassen sie mal auf die rosane Strecke rausfahren oder auf die rote, ist egal. So, mal gucken, ICE. So, jetzt gehen wir mal schnell raus, damit wir die Loks auch sehen, wenn sie da rauskommen. Was sie nicht machen, kommen sie auf der anderen Seite raus. Ah, ich bin ja noch auf Pause, ich schussel. So, da geht das Tor doch auf. So, diese Mod ist im Steam Workshop erschienen. Er ist von dem Space Monkey. Ihr braucht die ÖBB Vectron. Also ich brauchte sie auf jeden Fall. Sonst konnte ich die Loks hier nicht kaufen. Und so, das waren die ersten. So, lasst sie uns mal anschauen. Schlicht und einfach nur mit Checoble drauf. So, in verschiedenen Ausfertigungen. Mit Stromabnehmer hinten, mit Stromabnehmer runtergefahren, mit Stromabnehmer vorne. Das gleiche Bild nochmal hier ohne Beschriftung. So, jetzt holen wir noch die anderen 6 Loks daraus und gucken uns die an. Nehmen wir mal das Gleis. So, Checos. So, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht es hiermit weiter. So, 2, 4, 5. Eine fehlt mir, oder? Lasst uns die nochmal löschen. Mir fehlt eine Lok. So. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann wäre das die erste. Die zweite. Die dritte. 4, 5, 6, da sind sie noch. Die lassen wir jetzt auch, und die kaufen wir jetzt erstmal. Und setzen die auf die, kommen auch auf die rote Linie. So. So, da kommen die nächsten Loks raus von Checo. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal, dass ich so viele Abonnenten habe, dass ich meine eigene Donnes Spielecke Lok kriege. Die Hoffnung stirbt halt zum Schluss, ne? So, lassen wir sie mal ein Stück rausziehen. Dann gucken wir sie uns mal genau an. So, auch anhalten. So, jetzt hätten wir den ganzen Fuhrpark draußen. So, guckt euch das mal an hier. Checoble, 5000 Abonnenten. Das ist die gleiche, nur mit eingefahrenen Stromabnehmer. Das ist auch nochmal die gleiche, nur mit hinteren Stromabnehmern.
ist nur Checo-Play drauf mit einem roten V und einem Daumen hoch. Und hier dasselbe. Ja, es sind immer von jeder Sorte drei Loks, vier verschiedene Ausfertigungen. So. Wie gesagt, ich finde sie super, die Loks. Ich freue mich für Checo. Gar keine Frage. Der Mod, habe ich glaube ich gesagt, ist im Steam Workshop erschienen. Es gibt auch noch Anhänger dazu. Die würde ich aber auch gleich noch mit raushauen. So, dann lasst uns jetzt mal hier eine Lok kaufen mit Checo. So, Vectron, nehmen wir die. Kaufen. So, dann bei Cargo. Ziemlich weit oben stehen die bei mir. Hier, weiße. So, da gibt es 8 Variationen. Da gibt es den offenen Güterwagen, den Flachwagen, einen Kesselwagen, Schiebewandwagen, Drehgestell-Flachwagen, den habe ich noch gar nicht so. Dann gibt es den Großraumwagen, gibt es noch einen Kesselwagen und noch einen Schüttgut, offenen Schüttgutwagen. So, lassen wir jetzt den Zug auch mal erst kaufen und auch auf die rote Strecke rauskommen. Und dann gucken wir uns das ganze Mod-Paket mal an vom Checo. So, wie gesagt, wenn ihr Lust drauf bekommen habt, die Links stehen hier drunter. Die Vectron ÖBB, das ist der erste Link, den am besten auch als ersten aktivieren. Oh toll, jetzt kommen gar keine Anhänger mit. Was ist das denn? Ich könnte nochmal schauen hier. Hat da gar keine Anhänger mitgekauft? Habe ich die gar nicht gekauft? Gucken wir nochmal. So. Ah, da bin ich wieder im falschen Depot. So, jetzt Checos Anhänger. Von jedem ein. Welche fehlt? Den habe ich, den habe ich, den habe ich. Der hier fehlt. So, jetzt noch eine Checo-Lok davor. Halt irgendwas schief gelaufen beim Kaufen, keine Ahnung. So, Checo-Lok. Ich hätte gerne aber diese hier mit dem Ganzen. Zeug, so. Kaufen. Da unten ist sie. Und dann auf Linie 1. Ich hoffe, dass jetzt nicht nur die Lok rauskommt. Ah, jetzt kommen auch die Anhänger. Guck. So, sie können nur nicht ganz raus, weil der Zug hier ein bisschen im Weg steht. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Aber wir haben ja diese Loks jetzt hier schon mal gesehen. Dann machen wir ab da mal eine Pause. Und lassen die zurückfahren. Dann auf diese Lok und lassen mal die Anhänger alle rauskommen. So, aufstocken. So, und jetzt haben wir das ganze Mod-Paket von unserem Checo. Geht mal auf seinem Kanal, lasst mal ein Abo da und einen super netten Kommentar und viele liebe Grüße
von Donnys Spielecke. Unser Checo hat es verdient. Also ich finde den Kerl super. Also ich kann mir da nicht helfen, aber ich finde ihn super. So, dann gucken wir uns mal die Anhänger an. Hier, Checo Place Cargo Group. Ja. Hier dasselbe. Hier nur CPC und Checo Play. Auch nicht schlecht. Hier auf dem Wagen steht es auch nochmal drauf. So, guck. Dann kommen wir zum nächsten. Hier ist nochmal der andere Checo Cargo. Hier dann der Kesselwagen mit Checo drauf. Hier jetzt ein offener. Ist das nicht? Das nennt sich doch, glaube ich, Bodenwagen für Holz. Da ist leider keine Reklame drauf von Checo. So, dann kommen wir zu dem offenen. Hier ist wieder Checo Cargo Group. Ich wusste gar nicht, dass er sich jetzt mit Cargo selbstständig gemacht hat. Ich muss mal unseren Checo fragen, ob er nicht eine Arbeitsstelle für mich hat als Lokführer, wenn er ja schon der eigene Chef ist mit seiner Vectron. So, wie gesagt, diesen Mod ist im Steam Workshop erschienen. Ich verlinke ihn euch unter diesem Video. Die Lok ist von Space Monkey gemoddet worden. Die Hänger ist von Markus 1014 gemoddet worden. Den beiden danke ich schon mal, dass ihr auf die Idee gekommen seid und das für Checo gemacht habt. Ihr, wie gesagt, ihr braucht den, die Loks ÖBB Vectrons. Der Link ist auch unterm Video. Am besten tut ihr diese ÖBB Vectrons als erstes aktivieren und die Checo Loks als zweites. Sonst kann es sein, dass es nicht funktioniert. Bei mir war es auf jeden Fall so. Bei mir funktionierten die Loks nicht von Checo, weil ich die ÖBBs nicht hatte. So, mit diesen Bildern möchte ich mich dann nochmal verabschieden. Und liebe Grüße und alles, was erdenklich ist, an meinen guten Checo-Blem schicken. Und mach weiter so. Vielleicht können wir uns demnächst mal im Discord unterhalten. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt mir gewogen. Euer Donny. Macht's gut und tschüss.